So, hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Runde von Let's Play 7 Days to Die. Wir wollen gerade eben die Klingenfallen austesten und ich muss mich beeilen. Schnell! So. Ja, sie läuft, sie laufen, sie laufen. Naja. Okay. Das Lustige ist, wenn die da runterfallen, müssen die da wieder hoch. Rennen die wahrscheinlich einmal im Kreis. Ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal auf der anderen Seite. Kommen sie da wieder? Da hinten kommt jemand. Der springt wahrscheinlich jetzt da wieder hoch, genau. Und dann wieder schön da rein. Okay. Kriegst du eigentlich Erfahrungspunkte gerade? Oder hast du gerade Erfahrungspunkte gekriegt? Nö. Echt nicht? Oh, guck mal, da kommt der Eklige wieder. Der kommt Pickel Manfred wieder. Ein bisschen die Eiterbeulen aufschneiden. Also jetzt hast du keine Erfahrungspunkte gekriegt? Nö. Okay, weil ich krieg nämlich nicht viel, aber ich habe jetzt für den 400 Erfahrungspunkte bekommen. Wahrscheinlich habe ich irgendwas mit dabei geskillt, dass wenn ich Leute durch solche Fallen besiege, dass ich dann Erfahrungspunkte kriege. Glaube ich. Ich könnte es mir nicht anders erklären. Ja, mein Gott, dann ist das so. Ich guck mal eben. Was hat er denn jetzt verbraucht? Ich mach wieder aus. Wir haben jetzt für der Zeit, von der ich angestellt habe, bis jetzt 4 Benzin verbraucht. Okay, ja gut, das. Das geht eigentlich noch. So, schalten wir mal hier wieder aus. Nur für euch zur Info, liebe Freunde, ich habe hier nochmal ein kleines bisschen verändert. Ich habe hier das Elektrorelais oder das Kabel nach oben geführt und dann so ein bisschen hier an der Decke weiter. Das geht dann jetzt hier hinten rüber und dann von da aus auf die Klingenfallen zu. Aus dem einfachen Grund, weil das sieht ein bisschen schöner aus, als wenn die ganzen Kabel hier über den Boden langlaufen. Das war eigentlich der Hintergrund des Ganzen. So, jetzt gucken wir mal. Hier ist schon wieder gut was fertig. Jetzt habe ich 16 auf Tash. Warum ist Tag 35 nicht rot? Der ist noch nicht rot. Erst wenn wir Richtung Nacht gehen. Achso. Das ist aber schon immer so gewesen, lieber Flauzi. Ich habe das immer nur rot in Erinnerung. Ja, das wird später auch wieder rot. Ah, ist richtig. So, dann mache ich hier nochmal eben auch nochmal ein paar. Okay, also die Klingenfallen, die sind okay. Aber das war's dann auch. Ich glaube, interessanter wird es, wenn ich dann jetzt mal so ein paar von den Elektro-Dinger nehme. Ja, werkelst du jetzt hier noch rum bis abends, oder? Ja, so ein bisschen hatte ich noch vor, zumindest. Ja, dann gehe ich mal ein bisschen durch die Gegend. Ja, du kannst ja mal gucken, ob du noch einen Bären schießen kannst, ne? Ja, ich brauche ja noch einen Bären. Achso, jetzt habe ich ja... Ich nehme aber das Fahrrad mit. Ich mache mal Folgendes. Das ist auf dieser Reihe ungefähr. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich mach mal einen Achter abspringen. Abstimmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, das mache ich dann hier hin. Acht. Hier. Sechs, sieben, acht. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5. Okay, das muss ich hier auf der Ecke mal hinbauen. So. So. Oh, schon gut gegraben, die Kollegen hier.
Okay, ein paar fehlen mir noch. Aber es sieht zumindest schon mal ganz gut aus. Und ich glaube, ich werde aber ein paar Motoren brauchen, weil ich habe jetzt 16 verbaut. 5 mal 16 sind 80. So, 80. Da wären wir auf jeden Fall. Ich packe da nochmal zur Sicherheit. Ich glaube, 2. Ich habe jetzt nochmal 4. Ich glaube, ganz so viele brauche ich tatsächlich gar nicht mehr. Oho, ein Nitratvorkommen. Ja, nice, nimm mit. Mache ich mal so. Hä? Da hinten. Was bockst du denn da? Was? Sag mal, ich glaube, es hackt. Und hier Macht direkt. einer was kaputt? Ja, die wollte direkt schon unseren neuen Elektrozaun kaputt boxen, der noch nicht am Netz ist. Oh, ein Bär! Ja, gib ihm! Ja. So. Guck ich mal eben, dass ich hier die. Das hat sie leider gerade ein paar Kollegen gerufen, aber sei es drum. So, da einer weniger. Na, kommt an. So, haben die Quest jetzt abgeschlossen? Jo. Ja, gucke mal. Ich muss ja auch noch mal Gelegenheit mal zum Händler hin. Das war's schon? Nur drei? Ach, da vorne ist noch eine. So, ciao. Okay. Pass auf, wenn ich jetzt sage, hier, darunter geht. Das passt auch. Ach komm, ich bin hier gerade am Arbeiten. Siehst du das nicht? Ich muss hier das neue Glasfaser verlegen. Kriegen wir dann auch so ein Schild, wir sind dabei? Ja, aber selbstverständlich, das wird bei uns in den Vorgarten zwischen den Betunien gestellt. So, oh Mann, oh Mann. Ich brauche auf jeden Fall noch und auf jeden Fall noch ein bisschen ein paar Motoren. Dass ich das mal sage, wir brauchen Motoren. Ja. Hallo? Danke. So. Ich glaube, ich hab nicht immer richtig gezählt bei den Abständen, aber sei es drum. So, ist die Frage. Hallo? Das geht hier ein bisschen durchs Erdreich. Pass auf, dann mache ich nochmal so. Oh, warum klemmt denn das jetzt von dem wieder ab? Er ist zu. Ruhig. Alles gut. So, er kommt von hier nach da. Die Ecken ist halt immer ein bisschen friemelig. So, dann hier. Der nach da. Der dann nach da vorne. Okay, das geht hier ein bisschen durch. Ja, gut, das passt aber schon. Waren wir eigentlich schon mal in dieser Kirche hier drin? Weiß ich nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo du bist. Dann schauen wir mal, ob wir da was Schönes finden. Ich habe übrigens mal, als ich mal Solo gespielt habe, eine Kohlemine gefunden. Also Ui. so unter Tage was. Das war richtig geil. Das ging richtig tief runter.
Gott, ich hab gegen Särge, ich hab Angst, dass da irgendwas rauskommt. Ja, absolut. Da kommt, da steigt gleich ein Vampir raus. Na komm. Wollte ich hier alles kaputt machen? War's schon? Oh, ein Beutel! Glas Honig, Bier, Dose Nudeln und ein bisschen Papier. Der Tänzer. Der Baseballschläger ist so genial. Ich brauche, selbst wenn ich denen keine gezielten Schläge verpasse, nie mehr als 3 Schläge, um einen auszuschalten. So. Jetzt weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir haben so um die 100 Watt, müssten jetzt ungefähr angeschlossen sein. Das heißt, ich packe doch 2 Motoren mal mit rein. Den Rest von denen, was hier drin ist, packe ich mal hier rein. Ich glaube, 2 Motoren müssten wir auch noch oben haben. Ja, 2 Motoren haben wir noch, dann ist Schicht im Schacht. Batterien, ja, obwohl, ich packe noch mal eine Batterie, versuche ich noch mal mit reinzupacken. Einfach nur, weil wir sie auch noch, wir haben so viel Batterien noch. Hier ist eine Level 2er Batterie, was soll's. Ist ja jetzt nur, weil wir einfach nur als Extra quasi, als Bonus, wenn man so möchte. Passanten sind hier nicht gern gesehen. So. Zack, zack. Oh, Batterie geht gar nicht. Okay, dann haben sie das scheinbar doch rausgepatcht. Wenn ich jetzt noch sehen würde. Okay, wir haben was mit 70 Watt, da ist leider die Leiste drüber. Okay. Jetzt ist der Tag rot. Ja, genau. So, jetzt schalte ich das Ding ein. Vorne die Ventilatoren sind an. Das Problem, lieber Flauzi, du darfst jetzt nicht mehr in den Graben fallen. Oh. Weil sonst wirst du sofort unter Strom gesetzt. Also haben wir jetzt quasi unseren Graben, den wir haben wollten. Immer noch schön die Brücke benutzen. Okay. So, und ich beachte, ich versuche jetzt mal so ein bisschen den Verbrauch hier im Blick zu behalten. Okay, die ziehen schon einiges. Ich mache es doch erstmal wieder aus. Also, was heißt, zieht einiges? Es ist okay. Oh, ist das geil. Oh, die Bäume sind gewachsen. Jetzt haben wir diesen schäbigen grauen Hügel, der da neben unserem Haus war. Ist jetzt ein grüner Hügel geworden. Ich fange schon an zu stottern und verliere die Worte. Und geil. Richtig geil. Ich mag das, wenn hier so viel Natur ist. Solange sie nicht unbedingt gerade bei uns mitten in der Bude drin ist, ist ja alles gut. So. Nee, das muss auch nicht. Dann esse ich nochmal gerade zur Feuer des Tages ein Schnitzel. Und trinke mir einen Schluck Tee. Einen großen Schluck. Komm, noch ein Schnitzel. Der ist nämlich sowieso schon wieder halb kalt. Und ich werde, liebe Freunde, auch hier bei uns in der Wohnung vielleicht nochmal vermehrt Glühbirnen setzen. Deswegen werde ich auch schon mal ein paar diesbezüglich vorbereiten. Einfache Glühbirne. Was hatten wir denn noch? Das andere war das Industrielicht. Hier, das da.
würde es vielleicht mal machen, einfach nur, damit wir es mal gemacht haben. Ich habe schon wieder kein Eisen, das gibt's doch nicht. Ich jetzt noch mal 100. So, ach, wir haben hier noch ein paar Elektrozaundinger und ein paar Relais-Teile. Mal gerade mit hier rein. Die Batterie packe ich dann schon mal wieder weg. Ach ja, und ich wollte noch mal gucken, ob wir genug haben für heute Abend. Das packe ich mir schon mal ins Inventar. Ich habe noch zwei Dynamitstangen und ich habe noch einen Molotow. Dann der Raketenwerfer und zwei Raketen. Mal schauen, wie die so sind. Flauzi? Ja, ich bin auch gespannt. Hey, wieso alle Pflanzenfasern noch? Wir haben übrigens immer noch 1517 Schneebälle in unserer Kiste, die immer noch nicht geschmolzen sind. Ist warm. Vielleicht musst du einfach mal andere Klamotten anziehen. Vielleicht hast du nichts gegen Hitzeschutz oder sowas. Blaue Farbe. Hast du gefunden? Ja, nice. Die gerade mal hin. Ja, lauf mal rein. Wo ist mein Moped? Ein Mann und sein Mofa. Rümmümmümmüm. Da hinten war noch ein großes Gebäude. Da check ich mal kurz. Check das mal out. Ich check das mal out. Oh, Nitrat. Oh, zweimal Nitrat. Zwei einzelne Nitrats. Zwei einzelne, ja, Nitrat zuvorkommen. Ach so, ich dachte jetzt nur zweimal Nitratpulver. Nee. Damit Zwei Nitrat. hättest du jetzt richtig die Welt mitgerettet. Ja, auf jeden Fall. So, ich mach mal ein Industrielicht, einfach nur mal, um zu gucken, wie das so ist ne, vom Lichte her. Ne? Das kostet auf jeden Fall mehr als die einfache Glühbirne. Ist die Frage, ob das nur mehr kostet, weil es anders aussieht oder ob es auch mehr bringt. Kann man eigentlich die Lampen, die wir hier ohnehin schon drin haben, nicht einfach anschließen? Stimmt nicht. Nö, kann man auch nicht. Ist nur Deko. Ist echt nur Deko. Gegebenenfalls muss ich die tatsächlich mal wegmachen. Naja, schauen wir mal. Ja, die würde ich aber auf jeden Fall mal wegmachen. Hä? Aufpassen, dass mal was Falsches kaputt haut. So. So, wie sieht's denn aus mit dem geschmiedeten Eisen hier gerade? Ja, das dauert noch ein bisschen. Aber das eine Industrielicht ist schon mal fertig. Das Industrielicht packe ich mal. Wo soll ich mal das Industrielicht hinpacken? Ich packe das mal in unseren Grabbelflur. Da passt das noch mit am besten rein. Oh, hier ist noch eine ganze Stadt wieder. Die ganze Stadt. Ach, das Ja, kann eine man nur. zerfallene Stadt. Aber was ist hier so? Hä? Oh ja. Muss man das noch? Ah, okay. Hallo, kann ich das nicht? Ja, hier kann man auch noch mal hin. Wie, hä? Na, geh doch jetzt da hoch. Wie
Wie doof ist das denn? Fackel mal wegmachen. Ich möchte das doch einfach nur da oben platzieren. Mann. Oh, es hat immer eine Käse hier mit dem. Oh, die Tragen. Okay, das mit dem Industrielicht ist echt kacke. Okay. Hier könnte ich es an die Wand machen. Alter, das sieht halt scheiße aus. Ich mach das jetzt hier nur hin, weil ich es einmal gecraftet habe. Gott, ey, also das ist richtig hunzelig. Dann mache ich lieber die einfachen Glühbirnen, die sind günstiger und die sind auch einfacher anzubringen. Dann werde ich hier auf jeden Fall schon mal eins von diesen Relais-Dingern wieder brauchen. So. Spring auch darüber. Das Relais-Ding ist fast so groß wie die Lampe. Okay, das hier wird ein bisschen interessant werden. Obwohl, nee, doch geht. Alles gut. Alles gut. Ich dachte erst da, in dem, wo du den Boden reingezogen hast, in unserem Wohnzimmer, da kann ich da nichts anbringen, aber das geht. Schau mal hier mit. Okay, ich glaube, ganz so viel brauche ich jetzt nicht. Ich mache nochmal 10. So. So. Hallo? Warum, warum geht's hier nicht? Messers. So, hier geht's. Okay, manchmal ist es ein bisschen komisch. So, wenn ich jetzt sage, verbind das bitte mit dem hier. Das geht durch die Decke, das ist gut. Also durch die Wand. Ich dachte, oh, man kann einen 4x4 Truck beim Händler kaufen. Ja, das ist der, den ich bauen kann. Später. 60.000. Ja, auch du. Rein theoretisch brauche ich nur noch den Blueprint für einen Teil davon. Dann kann ich den sogar jetzt schon machen. Aber sei es drum. Irgendwann skill ich das und dann ist auch gut. Wieso kann ich... So schäbig aus. So, dann kann ich hier schon mal zack und zack. Hier dann auch schon mal zack, zack. Zack, hier machen wir mal die Butze aus. Ich hier auf jeden Fall noch eine zweite hinhängen wollen, hier im Badezimmer. So, das hier. Fuck. Flauzi? Aha. Ich habe gerade im Badezimmer die Fackel weggenommen. Huh.
Auf einmal geht ein Teil der Wand auf und dahinter liegt ein Rucksack. Mit zwei leeren Dosen drin. Das ist echt wow. So, hier ist wieder so eine olle kaputte Lampe, die mache ich wieder weg. Aktuell mega spannender Content. Aber auch das, liebe Freunde, ist 7 Days to Die. So, hier eins hin. Dann kann ich nämlich hier schon mal sagen, von dem hier geht das Kabel dann hier hin. Und hier mal von dem das Kabel nach dahin. Ich würde sogar vielleicht noch mal. Jetzt habe ich die Dinger nicht mehr im Inventar. Elektrorelais einen noch mal nach hier oben setzen. So einfach nur um. Wenn ich das schon mal hier auf der an der Wand habe, ja, an der Decke meine ich. So, ja, sehr schön. Jetzt hängen hier die Kabel auch nicht mehr die ganze Zeit durch die Gegend. In der Gegend. Als nächstes ist die Küche dran. Und bevor sie auch sieht, was er kocht. Romili. Ein paar Glühbirnen. Oh nö, Geier. Ach, die kennst du doch. Die wollen doch nur spielen, weißt du doch. Die tun doch nicht. Die wollen doch nur spielen. Der tut doch nichts. Huch. So, einmal durch die Lüftung dadurch. Sieht wunderschön aus. Eventuell müsste ich aber ein paar Motoren von draußen nochmal wieder reinholen. Da brauche ich tatsächlich nämlich gar nicht so viele. Und dann hier nochmal reinpacken, weil wir haben hier drin bislang nur einen Motor. Ach komm, da ist noch eine drin. Warte ich dann nochmal eben ab. Ist das ja doch gar nicht so schwierig mit den Glühbirnen. Und wahrscheinlich haben ganz viele Leute, die die Folge gesehen haben, gedacht: Oh mein Gott. Was macht der da? Der ist so unfähig, dieser Kidmar, ey. Das ist traurig, ist das. Traurig. So, hier Fackel weg. Dann mache ich hier noch eine Glühbirne hin. Die Fackel machen wir weg. Dann setze ich die nämlich mal hier hoch. Jetzt haben wir hier oben natürlich nur Schrägen. Das ist ein bisschen blöd. Deswegen muss ich die hier an die Wände setzen. Das finde ich natürlich nicht so schön. Hier ist ein Aufstand. Ein Aufstand? Bei den Nachbarn. Okay. Nee, das ist bei uns. Ach, ich bin ja schon da. Ja, ich höre dich. Das vielleicht mal so. Ja, ich habe dich gehört. Funktionuckelt. Wir hatten hier die Kerze reingestellt. Warst du Jawohl. das? Ja, sicher das. Ja, nice.
Ich würde die aber trotzdem wie auf Lauts ja immer wegmachen wollen. Ja, ich möchte nämlich die ganzen, alles was so so flackert ist, gerne verbannen aus unserem Haus. Da packen wir dann vielleicht so ein schönes Industrielicht rein oder sowas. Ach, was schön. Gucken wir mal. Irgendwas Schickes mal. So. Mal nach hier hin. Und dem gehen wir nach zu dem. Dann von dem nach dem da oben. Ist da? Wer da klopft? Also ich bin nur durstig. Gut, jetzt hängt es natürlich da so ein bisschen ugly rum, aber. So. Und dem gehen wir jetzt dann hier hin. Dem gehen wir danach hier hin. Ich gerade, kann ich am besten von. Ist hier noch einer gewesen? Ne, hier habe ich keine hingepackt. Eventuell wäre das aber nochmal eine Überlegung. Bin ich jetzt von hier. Was ist denn da draußen los eigentlich schon wieder? Ich höre hier nur Gekreische und Gejaule. Oh, da klopft jemand an unserer Tür. Hast du weggemacht? Die kommen hier alle wieder hoch. Ja, komm, ich komm mal gerade helfen. Da die Ecke. Du kannst den Zaun mal anmachen. Da müsste ich jetzt erstmal nach vorne laufen. Sind das viele? Na, nö, zwei. Soll ich einen Zaun anmachen? Ja, Lohnt. hier vorne ist aber auch noch jemand. Da kommen noch ein paar. Pass auf. Ein Hund! Wir machen jetzt Let's Get Ready to Rumble. Achtung, Zaun ist an. Alter. Oh, hier riecht das so schön nach verbranntem Fleisch, Flauzi. Hat er da was kaputt gemacht? Jetzt rennt er. Oh, schön in die Klingenfalle mit dem Hund. Oh. Da hinten kommen noch mehr. Ja, kommt alle her, kommt alle her. Hat der hier was kaputt gemacht? Wo? Ich sehe das leider nicht. Ja, scheint nicht. Ja, ich glaube, da stand vorher eine. Das ist doch, das ist so. Aber da haben die vorhin schon mal gegen gebollert. Da muss ich dann nochmal eine neue hinstellen. Oh, guck mal, herrlich. Deswegen habe ich die da hingestellt. Ach, das ist da, wo die runtergehen. Ja. So, jetzt schön die Klingenfalle. Ja, der kommt ja gar nicht mehr raus. Du siehst ja, wo das Kabel langläuft da unten, ne? Deswegen sage ich, du darfst da niemals reinfallen. Er lebt noch. Na gut, den Rest macht jetzt die Klingenfalle. Boah, stell dir vor, die Kadaver würden einfach liegen bleiben und nicht sofort despawnen. Das sähe bestimmt richtig geil aus. Wo ist denn hier noch jemand? Ich habe vielleicht noch mal eine Idee. Hier unten.
Hallo? Alter, was ist denn hier los? Wahnsinn! Ist der Wahnsinn? Und alle in die Klingenfalle, alle rein! Geht die davon eigentlich irgendwie was kaputt? Weiß ich nicht. Mittlerweile finde ich das richtig geil. Gut, und die, die durchkommen, dann, die laufen dann einfach in unsere Eisenstachelfallen. Oh, herrlich. Da hinten der nächste, da kommt noch einer. Siehst du das eigentlich hier gerade, dieses wunderschöne Spektakel, Flauzi? Meine Güte. Erstmal einen Schluck trinken. Geil. So. Wie sieht's hier aus? Noch ist okay. So, was war denn jetzt mit der Stelle, wo die hochgekommen sind? Hast du die schon wieder gefixt? Nö. Ach, was frage ich auch. Also die Falle läuft übrigens noch, ne? Jo. Nee, das war hier oben drin. Ein bisschen Motherboden. Motherboden. Wo kam die denn hoch? Da muss mir mal eben zeigen. War das hier an der Ecke direkt? Ja. So. Ja, anders ging das gar nicht. Ich glaub, ja, lass sie da hinten mal ruhig verkohlen. Ich muss das so machen, ich glaube, so reicht das. Eben kurz hier das Ding wieder wegmachen. Ja, jetzt habe ich die Schaufel nicht dabei. Na egal. Mach ich das jetzt einmal so. La 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 la, la 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 la. Wir müssen nur daran denken, dass wenn wir weggehen, das Ding vorher ausschalten wieder. Jo. Weil sonst läuft das nachher die Nacht durch und dann kommen wir morgen wieder und das Ding ist halb leer. Jo. Das wäre dann nämlich kontraproduktiv. Das stimmt. Das wäre nicht schön. So. Nein. Okay, ich mach das gerade mal anders. Ich schnapp mir einfach nochmal eine von diesen Dingern und stelle die nochmal eben schnell wieder dahin. Nein! Oh, oh, oh! Jetzt wäre ich fast runtergefallen! Vor allem immer noch schön die Brücke benutzen in Zukunft. Jupp. So. Sieht das hier von oben. Zum Glück hat der Typ Schlaucharme und kann das von oben alles installieren. So. Leben am Limit, springen über die Kluft. Ups. Okay. Wo war ich denn? Ich wollte noch ein paar Lampen herstellen, genau. Hat sie dich gesehen? Also nicht. So wie sie geschrien hat, scheint das so. Ich schaue mir das Spektakel von hier oben an.
Nein. Aua. Alle Mann durch. Immer reiner. Vor allem, warum rennen die eigentlich mal einmal außen rum? Eigentlich müsste ich da mal hin zum Reparieren, aber das ist gerade... Nein! Ah, verdammt! Du bist reingefallen. Du Held. Oh, oh, hey. Oh. Lassen Sie mich, junge Dame. Okay, jetzt hab ich Respekt. Gehe ich doch lieber außen rum. Dann über unsere schöne Zugbrücke. Das war jetzt sehr unklug. Okay, du kannst in die Grube fallen, wenn du dich ganz außen hältst, dann passiert dir nichts. Ja, jetzt reicht's mir doch hier. Warum laufe ich überhaupt vor euch weg? Gar nicht nötig. So, da unten läuft die Dame. So, die wird jetzt gegrillt. Lautzi? Ja? Ich mag unseren Zaun. Der ist cool. Der ist echt cool. Kürbiskuchen. So, der ist auch cool. Ja, weiß ich noch nicht. Gucken, ob der genauso cool ist wie Blaubeerkuchen. Aber ich muss sagen, persönlich mag ich Kürbiscremesuppe ja lieber. Boah, ich mag gar keinen Kürbis. Kürbis ist voll geil. Nee, fühle ich nicht so. So, wie kann ich denn jetzt hier... Mal gucken, was kann der Blaubeerkuchen? Der kann 45,22. Der war geil, der Blaubeerkuchen, das weiß ich noch. Das stimmt, der ist auch ziemlich einfach zu machen. So, was kann Kürbiskuchen? Oh, Kürbiskuchen kann auch mehr. Ist das so? Ja. Ja, dann wird jetzt mal ein bisschen Kürbiskuchen gebacken hier. Kuchen, Kuchen, Back, Back. Wie machen wir das mal? Kuchen, Kuchen, Kuchen. Machen wir jetzt mal 10. Blöde ist, dass man sich hier keine Hühner halten kann und dadurch Eier zu kriegen. Also gesehen habe ich die ja schon mal im Spiel, aber... Ja, aber ich glaube, man kann die nicht sich so halten, dass man Eier kriegt. Ja, ich weiß nicht, ob man die domestizieren kann, aber wäre natürlich nice, da gebe ich dir recht. Warte mal, ich mach mal... Wir müssen übrigens langsam bald los. Oh, jo. Ich will hier noch irgendwie die letzten Lampen anschließen. So. Hatten wir da noch einen Schlafsack platziert? Ich weiß das gar nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Ah, ich nehme mal einen mit. Hier muss ich das nochmal. Einen brauche ich hier noch. Nein! Das ist nicht weggeworfen. Ich bin gleich fertig! Ja, mach in Ruhe. Wir sind ja schnell da. Ja, ist schon richtig. Kannst ja jetzt schon mal vorgehen und gucken, ob wir gegebenenfalls Leiter nachbauen müssen. Die haben die doch kaputt gemacht, oder nicht? Ja, dann schneide ich den Kuchen mal hier aus. So, ich gucke auch mal eben hier. Hier ist aus.
Die Glühbirnen packe ich hier rein. Das Ding packe ich hier rein. Oh, ich habe jetzt keine, na, ich hab keine Dynamitstangen mehr gemacht. Na, egal, ich habe zwei habe ich noch auf Test. Das reicht ja, denke ich mal. Und das Ja. Kabelwerkzeug lasse ich auch mal hier. Da muss ich jetzt auch nicht unbedingt mitschleppen. Es ist jetzt ziemlich dunkel bei uns in der Bude, weil ich die ganzen Fackeln weggemacht habe. Dann mache ich eben den Generator mal aus. Mal schauen, wie viel hat er jetzt noch, wie viel Sprit. 636 und als ich ihn angemacht habe, war er bei, ich glaube, 690. Hier ist eine Sau. Ist das so? Direkt mal mitnehmen. Oh, dieses Loch. Das ist herrlich. Vielleicht wird es sich noch mal ein bisschen vergrößern beim heutigen Blutmond. Ja, die Leiter muss noch mal neu. Kommen jetzt auch übrigens. Ach so, ich warte, ich esse noch mal schnell was. Was gerade gesehen habe, ich habe noch 80 Ausdauer. So, was nehme ich denn mal? Ja, moin. Ein Steak mit Nee, Entschuldigung. Pommes. Nein. Was machst du da hinten eigentlich? Ja, die stehen hier oben wieder. Ach so. Ja, gut, mach sie eben weg, das passt schon. Oh, ich sehe hier nichts mehr. Wie kommen wir denn jetzt dahin? Was ist denn der Weg da links ist doch noch da, oder nicht? Ich meine wohl. Ah, ich bin auch auf dem Weg. Ich gucke auch mal. Ich höre noch ein Schwein. Glaube ich, dass es eins war. Oh, da hinten läuft noch einer. Glaube ich zwei. So, huch, so viele. Ach, das ist ein. Oh, jetzt wäre ich fast hier mitten ins Loch eingefallen. Das ist einer von diesen Kack-Jumpern. Ach, ganz ehrlich, die sind mir jetzt gerade egal. Sollen hier unten ruhig ein bisschen Hallas machen. Was passiert? Ach, du bist runtergefallen, nehme ich an. Boah. Wie bist denn du hier rübergekommen? Gar nicht, ich bin runtergefallen. Oh, ich auch. Hi. So, der Jumper. Ich bin ins Loch gefallen. Ach Mist. Okay, hier wieder hoch. Oh Mann, hoffentlich schaffe ich das bis 22 Uhr nach oben. So, I'm on the way. Die Leiter hier wieder hoch. So, gehen Sie bitte weiter. Geht nicht, warte. La 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 la. Okay, aber hier bin ich vorhin auch noch rübergekommen. Ich bin nur an der Leiter nicht wieder hochgekommen, aber das ist ja immer so mein. Ah, guten Tag. So. Hier sind Schlafsäcke. Ich dachte gerade schon, hier wären keine mehr. Ich habe meinen mal eben neu positioniert, meinen Schlafsack. Mal eben hier
nochmal. Mal kurz die Löcher hier flicken. Ja, besser ist das. So, dann mach ich nochmal. Zwar, die werden nicht allzu lange halten, aber egal. Was ist das? Was denn? Was machst du da? Hä? Ich habe gerade hier Löcher geflickt. Also, du hast ein Kabel in der Hand. Hä? Nein! Ich habe eine Axt! Daran hängt ein Kabel. Und jetzt? Immer noch. An meinem Hintern? Nein, du hast das in der Hand. Ja gut, dann habe ich halt noch ein Kabel mit in der Hand. Ich bin halt Elektriker. Was willst du machen? Oh, hier ein bisschen wieder fein machen. Wie es aussieht. Alter, dieser Jumper da unten, der geht mir ein bisschen auf den Nerven. So, dann würde ich sagen, oh, startet schon Blutmond. Liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Tschüss.